Ach, für beide, Rayna und Sturridge. Okay, schauen wir erstmal schnell Sturridge. Rayna. 5,2. Ich mache jetzt wieder mit 7 Millionen, oder? Wenn die zwar auch nicht annehmen, aber ist ja wurscht. Gleiches Recht für alle, außer für die alte Dame. So, das Angebot Nummer 1 und Daniel Sturridge. Leck mich fett, aber ich möchte ihn schon behalten, der ist schon mega. Ich würde sagen, wir lehnen ab und untersagen künftige. Sturridge wird so abgehen bei uns. Möchte ich nicht, Freunde. Sturridge bleibt bei uns, egal was die bieten, außer da kommt jetzt einer mit 50 Mille um die Ecke. Dann schon, oder so 40, ne, aber so alles andere, nö. Alles andere, nö, da bleibt er schön bei uns. Ich freue mich so mega auf dieses Let's Play jetzt hier, beziehungsweise allgemein auf diese Song mit Liverpool. Das ist unglaublich, ich hab so dermaßen Bock. Das wird brutal. So, was haben wir hier? Coutinho, Arsenal. Boah, da können wir noch ein bisschen mehr bieten, dann würden die eventuell zusagen, aber auch da ist eigentlich, ja, da mache ich, glaube ich, mal ein Gegenangebot. Da steht zwischen 23 und das, ich mache jetzt einfach mal 30 Millionen. Wenn wir die kriegen, wäre ich auch zufrieden, von dem Geld könnten wir uns nämlich einen guten neuen holen. Oder einen besseren neuen noch. Gucken wir mal, ob das was wird. Transferangebot, Rayna, es ist zu viel für Twente, das war mir auch klar, dass die nicht holen. Okay, neues Angebot, jo, was war das, Jones? Saisonleihe, die nehmen wir gleich mal an bei Bury. Das ist doch soweit schon mal wunderbarst. So wollen wir das sehen. Sakko von Valencia, da lehne ich auf jeden Fall gleich ab. Den möchte ich behalten. Hinten in der Innenverteidigung soll das Gerüst soweit erstmal stehen, so wie das momentan der Fall ist. Celtic bietet hier für Rayna. Ich glaube, ich untersage jetzt künftige Rayna. Behalt mal auf, Freunde. Komm, war eine blöde Idee. Wenn einer 7 Millionen geboten hätte, wie gesagt, dann ja, aber sonst nein. So, neues Angebot, das ist auch soweit in Ordnung. 30 Millionen, was war jetzt mit Arsenal? Shit, jetzt habe ich es weggeklickt und nicht geguckt. Kann ich das irgendwo nachschauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Spieler verkaufen, wir können höchstens mal mit Coutinho war das. Wo ist er? Coutinho, jetzt habe ich wieder falsch sortiert. Der ist irgendwo jetzt hier in der Mitte wahrscheinlich mit seinen 22. Steht da irgendwas von wegen verhandelt mit Arsenal? Kontaktiert von Arsenal, ja, ich bin mal gespannt. Also, wenn die da wirklich 30 Millionen uns bieten, dann würde ich da nicht Nein sagen. Spieler verkauft. Und ich glaube, wir haben ihn damit verkauft. Kann das sein? Simulation stoppen. Jordan haben wir jetzt erst hier nochmal ein Angebot. Saisonleihe nehmen wir gleich an. Bei Carlisle United oder so. Ist in Ordnung. Ja, und wir haben ihn verkauft. Wir haben ihn verkauft. Coutinho ist beim FC Arsenal. 30 Millionen Euro. Obwohl er, was war er wert? 16 oder so? Also das Doppelte. Also ich denke, das ist soweit in Ordnung. Das ist soweit in Ordnung. Von der Kohle können wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal den besseren holen. Beziehungsweise ihr seht auch, so richtig mit einem Offensiv-Mittelfeldspieler spielen wir gar nicht. Vielleicht werden wir sogar das System hier so beibehalten. Werden wir mal gucken. Bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen möchte. So, jetzt gucke ich hier nochmal schnell rein. Wen hatten wir noch? Upsala, die habe ich jetzt getauscht. Das will ich soweit gar nicht. Das passt. Warte mal, ich muss nochmal schnell in die Verträge gucken, wen wir jetzt da noch auf der Position soweit hatten. So, das können wir löschen. Und der geht auch für 1 Million, können wir auch löschen, okay. Achso, Schmarrn, nee, ich muss es ja noch annehmen, shit. Ich muss ja hier noch, hoffentlich komme ich da jetzt wieder irgendwie hin, Freunde. Haben wir da irgendwas auf Transferliste? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da müsste es irgendwo Büro vielleicht, Verträge, Jobangebote, Verträge, Karriere. Boah, wie kommen wir denn da hin? Ich glaube aber, da müssten wir theoretisch direkt so rankommen. Jetzt passt mal auf. Wenn wir da mal gucken. Coutinho. Wo ist Coutinho? Coutinho ist jetzt schon weg. Ach, das haben wir schon gemacht. Aber den anderen haben wir noch nicht angenommen, oder? Den Jordan Jones? Irgend sowas. Jetzt gucken wir nur spaßeshalber da mal rein, ob das wirklich der hier war. Nee, das wäre nur eine Verlängerung. Nö, anscheinend ist soweit dann alles in Ordnung. Oder? Was meint ihr? Jobangebote? Gibt's keine? Nö, da müsste eigentlich soweit alles passen. Okay, gehen wir nochmal schnell weiter. Wir müssen uns jetzt... Ja, da haben wir's. Arsenal holt sich Starspieler Coutinho. So, Kolo Touré und Martin Kelly. Touré möchte ich auf jeden Fall auch verkaufen, haben wir gesagt. 700.000 ist, denke ich, in Ordnung. 33 Jahre, das mache ich jetzt, bevor da irgendwas schief geht. Aber ihn möchte ich auf jeden Fall mal weghaben hier. Das passt zu Aston Villa soweit. Und Sevilla meldet sich zwecks Kelly. Den behalte ich jetzt aber auch erstmal. So. Künftige Untersagen. 54 Millionen haben wir jetzt. Das ist, denke ich, soweit schon mal richtig, richtig, richtig geil. Da können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Jetzt gucke ich nochmal schnell rein in den Kalender. Da haben wir nämlich noch ein paar Tage. Dann stehen die Bayern an.
Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen nach Transfers um, schauen da einfach mal rein, was wir letztendlich alles so Spannendes finden und hoffentlich auch richtig Gute finden. Wobei, kurz nochmal schnell der Blick in die Mannschaft, wo es eventuell so ein bisschen noch hapert, wie wir da eventuell auf dem Transfermarkt zuschlagen können. Also, wir haben im Sturm Yeşil, Alberto und eben Sturridge und Aspas theoretisch auch noch, aber der ist anscheinend hier eher so ein bisschen, nee, ist er eigentlich gar nicht auf der Seite da, dann muss da eigentlich Suso rein oder so. Suso oder so. Suso? Ne, der ist rechts, links. Burini oder Asaidi? Dann bringe ich mal Asaidi. Und Aspas darf trotzdem natürlich mit für. Oder stellen wir mal hier mit hin. Wobei für Luis Alberto das passt. Okidoki, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt müssten wir uns aber auch allgemein erst überlegen, welche Systeme wir spielen. Problem ist nur, wir hatten noch nicht mal ein Testspiel. Von dem her ist das relativ schwierig, das jetzt so fix zu machen. Da kommt auf jeden Fall Reyna rein. Und er hier kommt für Jones rein. Achso, ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Naja, dann eben nicht. Wieso kann er dann hier drin stehen? Komisch. Naja, okay. Da könnten wir doch so gucken. Johnson. Skrittel. Ich denke, das passt soweit. José Enrique. Passt soweit. Gerard. Ja, da kommt auf jeden Fall Gerard. Für Allen kommt dann Lukas Leiva, Anderson kommt, bleibt Anderson, denke ich mal. Asaidi, da könnte Suso auch spielen, dann würde ich das sogar mal Suso bringen. Sturridge haben wir eigentlich keinen, Sterling passt auch. Okay, nee, dann würde ich fast sagen, dann gucken wir uns eventuell mal zum einen noch nach einem richtig starken Zentralen um. Dass wir da noch weiter flexibel bleiben. Vielleicht sogar so einen richtigen, ja, zentralen Allrounder, sprich einer, der offensiv spielen kann, aber auch defensiv, das wäre nicht so schlecht. Und eventuell nach ein paar Flügelspielern. Innenverteidiger wäre vielleicht auch noch so eine Bombe drin, ne? Boah, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Suchen wir mal den Spieler, beziehungsweise das ist ja wieder so gar nicht so einfach möglich. Da müssen wir erst wieder entweder uns genaue Spieler überlegen. Jetzt warte mal, das möchte ich hier mal wegmachen. Nationalität. Achso, Schmarrn, alle muss ich da machen, ne? Das haben wir gleich. So, alle. Okay. Und zwar Liga. In der Premier League gucke ich mich jetzt mal um, was wir da so finden zunächst mal. Beim FC Arsenal einen, oder kann ich das so besser einstellen? Ja, einen zentralen Mittelfeldspieler. So, wen haben die? Die haben Ramsey, die haben Diaby, Coutinho, Selalem, den kennen wir noch. Jack Wilshere, John Torrell, Mathieu Flamini. Ist Selalem noch bei Augsburg? Nee. Haben sie anscheinend nicht die Kaufoption gezogen. Eisfeld, Rosicki, Arteta und Co. Okay, ist jetzt momentan noch nicht so der Hammer, muss ich sagen. Wir gucken jetzt einfach mal so die englischen Top-Vereine durch. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, um da auch so ein kleines Bild zu bekommen, wie es bei denen aussieht. Willian, der wäre natürlich überragend, aber der ist viel zu viel wert, Freunde. Willian wäre richtig krass. Hazard, allerdings sein kleiner Bruder. Ramirez, Oscar, Matic. Okay. Na, ist auch nicht so jetzt hat prickeln. Also zumindest sind schon richtig geile Spieler dabei, aber die werden wir so nicht kriegen. Manchester City. Hufs, wer ist denn das? Boah, sieht ja komisch aus. Fernandinho, Gareth Barry, Jack Rodwell, Garcia. Yaya Touré, das ist ja natürlich der absolute Hammer. Weil der Typ einfach mal abgeht ohne Ende. Weil der einfach mal so überragend ist. Das ist brutalst. Auf Wunschliste 11 Millionen ist aber nur wert. Das wäre eine Idee. Da können wir mal gucken, ob wir den eventuell rüberlotsen können. Yaya Touré. Anfrage mal. Mal gucken, was sie sagen. Mal gucken, was sie sagen. Vielleicht hat er langsam die Schnauze voll von City. Wäre ja eine Idee. So, Manchester United, der Meister oder der Meister. Da gucken wir natürlich auch mal vorbei. Anderson, Andres Pereira, Darren Fletcher, Lingard, Juan Mata, Marouane Fellaini, Carrick, Powell und Cleverley. Auch nicht so wirklich. Das absolute Brutale, was wir jetzt da gebrauchen können. Spurs vielleicht noch da schnell reinschauen. Und dann, denke ich, haben wir das erstmal. Eriksen wäre natürlich auch nice. Capoue, Chalif, Woko, Livermore, Holtby, Dembele. Paulinho ist, glaube ich, auch stark. Paulinho ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Sandro und Tom Carroll. Also, Yaya Touré wäre natürlich so der absolute Hammer, wenn wir den holen. Den einen, den Kolo, den verkaufen und den Yaya, den holen wir. Das wäre natürlich überragend, wenn wir das so schaffen. Das wäre schon richtig, richtig brutal, wenn wir das hinkriegen. Da müssten wir halt mal gucken, ne, wie wir das so angehen soweit. Okay, dann haben wir gesagt, gucken wir mal vorne noch. Und zwar unter Transfers, Spieler suchen. Alles zurücksetzen. Und zwar trotzdem in der Premier League. Das ist mir relativ egal. Position möchte ich allerdings mal nennen. Och, das kann man wieder gar nicht so genau angehen hier. Shit.
LM. Ich möchte eigentlich einen LF und RF mal gucken. Aber gut. Janusai hätten wir hier mit dabei. Shirley Young BB. Boah, den gibt's auch noch. Cool. Azu, der ist verdammt schnell. David Silva. Hassar, das wären natürlich Bomben, aber die kriegen wir so nie nimmer. Leider, leider. Dann müssten wir echt mal gucken. Lukas Piasson. Lukas Podolski. Matt Phillips. Matthew Taylor. Und so weiter und so fort. Nasri. Kasorla. Kagawa. Pienaar. Boah, das sind schon richtig geile dabei. Aber ich würde sagen, ich warte jetzt trotzdem erstmal eure Kommentare ab. Warte mal, ich speichere schnell. Denn ich muss ja oder werde ja wieder ein Infovideo rauskloppen. Vielleicht ist es mittlerweile schon raus. Kann sogar gut sein. Damit ich da wirklich auf eure Meinung wieder eingehen kann. Und werde jetzt aber noch schnell so weit voranschreiten, dass ich ein Spiel machen kann. Denn ich muss ein bisschen vorproduzieren wieder, damit ihr die Woche über versorgt seid. So, das nehmen wir mal an. Soweit Saisonleihe wieder zu Bury, der zweite. Also die finden sich da vielleicht ganz gut zurecht. Das ist in Ordnung. Und ein Transferangebot, das war das. Okay. Nee, werde zumindest das erste Spiel machen, dass ich zumindest auch mal so einen kleinen Überblick habe. Da haben wir es. Kolo Touré. Halt, das ist mir relativ egal, ob der will oder nicht. Da gucken wir mal. Kein Interesse. Schade. Wollen wir trotzdem mal was probieren? Wen hätten wir denn, der so auf der ziemlich selben Position spielt und da vielleicht reinpasst? Leiva Henderson. Jordan Henderson. Wäre das was? Und dann vielleicht noch so 5 Mille drauflegen, 5, vielleicht 6 Mille, dann hätten wir 16 Millionen insgesamt. Wobei die gleich schon gesagt haben, nee, da mache ich mal 17. Henderson und 7 Millionen. Ich weiß, er ist nur so und so viel wert, aber trotzdem, ich möchte ja Touré unbedingt haben und Henderson ist ein Spieler, den wir jetzt nicht, also den wir natürlich auch gut gebrauchen können, aber ja, Touré ist einfach nur um einiges geiler. Angebot für Mignolet kann ich gleich mal ablehnen. Der bleibt sicher bei uns, auch wenn die hier 4,5 Millionen bieten und Mignolet nicht unbedingt glücklich ist. Also war gar nicht so ein schlechtes Angebot, aber möchte ich behalten. Youssouf Mersin, Saisonleihe vom FC Barcelona, krass. Ja, nehme ich auch mal an, vielleicht bringt es ja was, wer weiß. 19 Jahre in Keeper, soll da ein bisschen Erfahrung sammeln, was auch immer, soll er ruhig machen. So, verleihen, bla 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 bla. Okidoki. Nee, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Transferangebot inakzeptabel. Weiter sind wir, interessiert und sollen sie ein Angebot... Okay, wir sollen ein neues Angebot machen und zwar mit mehr. Dann würde ich fast sagen, dann bieten wir... Alter, dann müssen wir es anders machen. Und zwar hier Spieler entfernen. Und dann biete ich jetzt hier wirklich mal 16 Millionen. Oder machen wir 17? 17 Millionen für Yaya Touré. Ihr merkt, ich will den unbedingt haben. Der Typ, der passt da sowas von genial rein und ist in FIFA richtig stark. Von dem her wäre der sicherlich einer der Schlüssel, der uns danach ganz, ganz oben bringen könnte, was die Premier League angeht. Ganz klar. Also, da können wir... Viel oh, Gott sei Dank habe ich abgelehnt. Ich habe jetzt mich ein bisschen verklickt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hätten wir echt einen, der super reinpasst und unsere Mannschaft, unsere junge Truppe zum Teil da auch richtig gut führen könnte. Das wäre absolut genial. 18,5 Millionen. Bieten wir die einfach, Freunde. 18,5. Yaya Touré. Wollen wir da? Ich glaube, wir machen es, Freunde. Angebot absenden. Wir haben so viel Kohle gerade. Wir werden jetzt hat Yaya Touré für 18,5 Millionen hoffentlich holen. Ich hoffe, die sagen jetzt trotzdem zu. So, aber jetzt nochmal. Jetzt lasse ich mich durch nichts und wieder nichts aus der Ruhe bringen. Ja, wir haben Touré. Sehr geil. Nee, nur als Info. Ich möchte jetzt noch das Spielchen machen gegen Valencia, damit ich, ja, einfach mal so einen kleinen Überblick habe, wer da ganz gut ist in unserer Truppe, wen ich eventuell loswerden möchte, wo es noch Schwächen gibt, Stärken und so weiter und so fort. Und dann im nächsten Part, beziehungsweise dann nach dem Spiel natürlich auf eure Vorschläge eingehen und dann werden wir da nochmal den ein oder anderen verpflichten. Nur das als Info für euch, damit ihr da Bescheid wisst. So, Infovideo müsste mittlerweile auch raus sein bezüglich der Transfers. Könnt ihr gerne nochmal vorbeigucken und gerne auch nochmal einen Kommentar abgeben. Das nur als Info. So, was will er denn? 150.000 für 2 Jahre? Ich denke, das kriegt er sogar noch essentieller Stammspieler obendrauf. Und dann müsste das passen, Freunde. Dann dürfte der kommen. Dann hätten wir Yaya Touré einfach mal bei uns. Das wäre schon überragend. Angebot akzeptiert. Okay, was die kommende Partie angeht. Samet Yeşil möchte spielen in die Startaufstellung. Freund, das ist ein bisschen viel. So, okay. Nee, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal rein. Ich stelle soweit die Mannschaft ganz schnell auf, wie ich denke, dass sie passt. Und dann wäre das soweit doch erstmal in Ordnung. Wobei, wir haben sie eigentlich soweit schon aufgestellt, dass sie passt, ne? Ich glaube, Dings ist noch nicht da, unser Freund. Yaya Touré. Asaidi nehme ich mal mit. Für wen denn? Für Kelly? Ne, für Flanagan.
Und dann machen wir es so und halt so. Und dann nehme ich nochmal unseren Keeper mit. Burini haben wir auch noch. Alter Schwede. Minolet darf auf jeden Fall mit auf die Bank, ganz klar. Für Jones. Aber sonst, glaube ich, passt mir das erstmal soweit. Von der Aufstellung. Taktisch möchte ich auch soweit erstmal noch nichts einstellen. Sprich, was hier die Schnelltaktiken und so weiter angeht. Das lassen wir erstmal. Verletzte Spieler, haben wir da noch jemanden? Nö. Was haben wir danach noch? Spieler bearbeiten, das brauchen wir nicht. Nee, und sonst denke ich, passt das. Dann hätten wir den ersten Topstar schon mal geholt. Das finde ich überragend geil. Richtig, richtig nice. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das letztendlich jetzt waren, wo ich so ein bisschen hier gedattelt habe und doch kein Spiel gemacht habe. Von dem her würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet für die ersten zwei Folgen oder zwei, drei, keine Ahnung, wie viel es waren. Würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wäre auch ziemlich nice. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part mit der ersten Partie im Freundschaftsspiel zu Hause gegen Valencia an der Anfield Road. Richtig geiles Stadion, richtig geile Stimmung und dann hoffe ich, dass wir da gleich mal ein richtig gutes Debüt hinlegen. Von dem her, wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.